Hi Leute, Paxcom hier. Ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Video von X3 Terran Konflikt. Wie versprochen habe ich den Joystick angeschlossen und möchte mir jetzt die Hyperion holen. Die Nachricht schauen wir uns nachher an. So, ich speichere nochmal ab, weil ich habe die Raketen umgestellt. Mal sehen, ich werde das mal versuchen mit 5. Typhoon-Raketen, die Schilde ein bisschen runter zu arbeiten. Hoffentlich geht es dabei nicht gleich kaputt. Eingehende Nachricht. Dazu setze ich mich hier drunter. Ja, sehr gut. Das hat genau gepasst. So, nice, sie muss aufs Rot werden. Jetzt setze ich mich vor sie. Hä? Nee, Piraten. Autopilot aktiviert. So, Jungs, geht raus. Typhoon-Rakete entfernt. Hat er die jetzt noch nicht rausgesetzt? Ah, komm, setz die Typen raus. Na? Ja, genau, okay. So, haben sie die jetzt erreicht oder was? Mal gucken. Ne, da oben fliegen sie noch. Ich muss ein bisschen ausweichen. Schilder runterhalten. Oh, sie sind schon da. So, mal gucken, ob sie alle dabei sind. Jawohl, ja, ja. So, speichern. So, und jetzt muss ich die Schilder runterhalten. Nochmal 4 Raketen. Jetzt nehme ich natürlich nur die Vespa-Raketen. Will sie ja nicht kaputt machen. So. Nochmal die Schilder ein bisschen runterarbeiten. Ich habe eins, das hole ich mir aber wieder das Ansehen. Ich glaube, die sind jetzt schon drin. Ne? Ich glaube, ich kann jetzt aufhören, die Schilder runterzuhalten. Warte mal. Mannschaft. Na? Und die leben noch alle, oder? Ne, einer ist gestorben. Achtet, worauf ihr feuert! Bestätige, dass Deck 2 sauber ist. Bleibt wachsam. Deck 3 sind sie jetzt. Das sieht man hier schön. Ein höheres Wesen braucht erst. Oh, jetzt sind nur noch 2 da. Achtet auf euer Feuer, Marine. Na, Jungs, schafft ihr das? 3 Leute eingebüßt. Deck 3 ist sauber. Ja, das ist gut. Haben sie sich geschafft. Sind alle gestorben? Habe ich die gescannt schon mal? Einst Eigentum und Stolz des Pontifex Maximus. Okay, du musst neu laden. Das probieren wir nochmal. Vielleicht klappt es irgendwann. Aber die hatte irgendwie Verteidigungslaser. Naja, schauen wir mal. Das macht nichts. War schon mal gut, dass alle Marines an Bord gekommen sind. Komischerweise klappt es dann manchmal beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal. Die werde ich auch nicht ausrüsten, die Hyperion. Die wird dann zerlegt als Blaupause. Muss ich jetzt noch runterhalten, die Schilde?
Oh, jetzt hat... Jetzt haben sie ja ganz schön... Aha, 2%. Da hat sie sich selber gekillt. Durch diese Raketen, die sie abgeschossen hat. Die habe ich erwischt. Toll. Da werde ich die Schilder nochmal mit Vesper-Raketen runterhalten. Wenn ich wieder die Raketen zerschieße, dann sind die zu nah an der Hyperion explodiert und dann war sie hinüber. Das Spiel lädt halt immer sehr lange bei mir. Man weiß, woran das liegt, aber so ist es halt. Beobachten. Leben wir alle fünf. Jetzt sind sie alle am Kämpfen. Das ist sehr gut. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Wieso ist denn die jetzt gestorben? Haben die Vesper-Raketen die jetzt kaputt gemacht? Ne, das gibt's doch nicht. Noch die Typhoon drinne? Nee, eigentlich nicht. Versuchen wir es jetzt mal ohne irgendwas. Die sind ja eh schon fast durch. Ich glaube maximal 8% auf die Schilder haben. Sonst kommen die nicht durch. Aufschneiden der Hülle. Ja, sehr gut. Sind die anderen drei auch noch durch? Jawohl, ja. Der Sektor ist sehr gut, weil da ist relativ. Ist nicht so ein zentraler Sektor. Ui. Und da war einer schon tot. Vorwärts zum Angriff. Ziel verlässt Feuerreichweite. Da haben wir nicht so viele Feinde. Deck 1. Sauber. Die Luke ist verschlossen. Scannen kann ich jetzt aber auch nicht. Männer, gebt mir Feuerschutz. Oh, nur noch drei. Vorwärts zum Angriff. Deck 2, sauber. Bleib wachsam und achtet auf Gegner. Ich meine, ich könnte mit dir auch skripten, dass ich die kaufen kann, aber... Gebt mir Feuerschutz. Aber ich will sie ja selber herstellen. Gebt mir Feuerschutz. Deck 3 ist sauber. Oh, das ist gut. So weit waren wir, glaube ich, noch nicht. Jawohl, ja. So, jetzt muss ich gucken. Hier ist nicht eine Sektorwache drin. Dann ist sie gleich mir. Schön, Dankeschön. Okay, dann können die Jungs die reparieren. Und ich hole mir jetzt mal... warte mal, dass die Sprungantrieb kriegt. Erstmal speichern. So. Rang habe ich jetzt eingebüßt, aber den kriege ich wieder. Ist kein Problem. Da kann ich jetzt meinen Joystick wieder abbauen.
Weil wie gesagt, das Problem ist ja immer, dass da dieser Schubregler immer sich wieder verselbstständigt und ständig das Ding dann rückwärts fliegt. Das will ich ja nicht. So, okay. Okay, so jetzt Shokaro. Gelandete Schiffe. Ne, das war der andere, gell? Der hier, genau. Kommando akzeptiert. So, die hole ich mir schon mal wieder, die Jungs. Marineinfanterist transferiert. Marineinfanterist transferiert. So, und jetzt mache ich mir noch mal einfacher. Ich will nämlich noch den ausbauen hier. Kommando akzeptiert. Hier mal da, die auch die Leute trainieren. Shokaro. Was gibt's denn hier eigentlich noch? Alles klar, okay. Shokaro Versorger. Mal weißt, was du da wolltest? Mein Elefant. Wo bist du? Ach, in drei Einigkeit, okay. Warentausch mit. Aha, der ist noch nicht da. Wo ist denn der jetzt hier, mein neuer Sammler? Da ist er. Ah, gerade angedruckt. Eingehende Nachricht. Okay, dann starten wir dich mal voll aus. Okay. Triebwerks-Boost-Erweiterung installiert. Handelscomputer-Erweiterung. Handelssoft-Kampfsoftware, MKs, Mineralienkollektor. Ins Mineraliens-Navigationssoftware, du kriegst einfach alles. Spezialsoftware. Zu Heimat des Lichts ist dein nächster. Na. Da. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So, was hatten jetzt die Hyperion noch? Die hat gar nichts weiter drin gehabt, ne? Nee. Die wird dann auch zum Schrottplatz fliegen. Aber wisst ihr was? Das machen wir anders. Hyperion, Angreifer. Du kriegst von mir ein paar Energiezellen. Energiezellen. Und den Sprungantrieb. Sprungantrieb transferiert. Halt, warte mal, halt. Ich muss erstmal Autosprung einrichten. Gehe zur Position Heimat der Legende. Zum Schrottplatz. Kommando akzeptiert. Und sobald ich jetzt hier an so ein eigen, so ein Hauptquartier habe, dann wird das Ding umgebaut. So, und jetzt. Nee. Gruppentrainer. 5 Sterne. Hacken. Ich weiß noch nicht, ob du genug Energiezellen noch hast. Ah, da. Ja, sieht gut aus. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Trainierst du jetzt? Kann gar kein Befehl. Kampfdrohne. Kampf erweitert. Chukao. Muss ich mal gucken, ob der das auch. Frachtraum geschlossen. Ob der jetzt auch trainiert. Kommt er nicht normalerweise. Hat der Shukao, hat er überhaupt eine Handfeuerwaffe oder sowas an Bord gehabt? Sonst geht das ja nicht.
Ja, hat er. Na, mal gucken, ob er das macht. So, du gibst mir jetzt Energiezellen. Sprungantrieb transferiert. Energiezellen. Na, wo bist du denn jetzt? Ja. Nicht ganz voll machen. Eine eingehende Nachricht. So, dann holst du dir wieder ein. Und dann holst du den. Sprungantrieb transferiert. Docke an, Heimat der Legende. Ne, Quatsch, hier. Heimat des Lichts. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Warte mal, bis du dort bist. Und dann gibst du den wieder zurück, der Eclipse, den Sprungantrieb. Wieso springst du jetzt nicht? Aus der Autosprung an. Nee. Ich hab jetzt einen, oder? Nachricht. Einst Eigentum und Stolz des Pontifex Maximus Paranilla. Ich hab einen Sprung an. Genau, so. So, Sprungantrieb. Nee, hat keine. Sprungantrieb. Okay, jetzt nochmal. Okay, jetzt müsste es geklappt haben. Ja, sie wird langsamer und dann springt sie gleich los. Ich habe noch eine Hyperion. Super. Kein Ziel. Erzmine M Alpha. Hä? Deswegen hat das vorhin nicht geklappt. Sprungantrieb transferiert. So. Sammler, Handel. Einst MJ-Schild, Bioscanner, installiert. Schnäppchenfinder, installiert. Transporter, installiert. Verkaufspreis finden. Hast du eigentlich schon einen Triplex-Scanner drin? Der Frachter der OTAS. Er stellt die logistische Versorgung all ihrer Aktivitäten sicher. Harter. Okay. Kaufe zum besten Preis Energiezellen. Kommando akzeptiert. Lego an Angreifer. So, Händler. Herzlichen Glückwunsch zum Universumshändler. Kommando akzeptiert. Sie haben es geschafft. So, jetzt gucke ich mal hier, wie es hier aussieht. Was, 3 Stunden in Bereitschaft? Ja, das wird so nicht, mein Freund. Wo ist denn das jetzt? Ein unbekannter Sektor. Das ist die 18. Okay, da muss ich mal gucken, was der jetzt noch an Bord hat. 18. Okay, gut. Wo gibt's denn hier? Gibt's hier irgendwo Energiezellen? Ja, hier. Dann wirst du nämlich halt. Dann wirst du der 21. Okay. Null 21. Okay.
So. Und der andere, der 16. Der 16 und der 15, die sind genauso. 16. Du doch mal, wo schickt man dich hin? Nach imperialer Grenzbezirk. Ich glaube, ich muss dich erst ausstatten, oder? Ruder, ob die Triebwerks- bist du noch gar nicht ausgestattet? Sollten das sein? Handelscomputererweiterung, Handelssoftware, Kampfsoftware, MK2, Mineralienkollektor, Navigationssoftware, MK1, Spezialsoftware, MK1, der Mist. Imperialer Grenzbezirk solltest du. Kommando akzeptiert. Genau. So, weil da stand Bereitschaft. Okay, so haben wir noch ein Ortsche Wolke. Dann wirst du die 23. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. So. Der ist eine Stunde, okay. Ihr habt noch ein bisschen Galgenfrist. Und alles andere läuft. So, jetzt gucke ich nochmal zur Fabrik. 20 Millionen. Sehr schön. Nachricht, Chukaro. Handel, du brauchst. Sprung. Docker an, 3 Einigkeit. Ja, dann haben wir doch alles erstmal wieder abgearbeitet. Irgendwelche Aufträge? Mission? Nee. Na dann gucken wir mal, ob wir Geld verdienen können. Ende der Verdammnis. Wo fliegst du denn da jetzt hin? Ach, erst holen wir uns noch die Mantis-Rakete hier. Und dann fliegen wir. Nach, wer weiß wohin. Was macht man bis Geld? 77. Aber wieso trainiert denn der nicht? Wieso trainiert denn der nicht die Leute hier? Feuerwaffen hat er doch. Nochmal neu machen, wa? Kommando akzeptiert. So, nochmal Gruppentrainer. Oder habe ich jetzt Nachrichten nicht gehört? Komisch. Gruppentrainer, 3 Einigkeit. Machen wir es nochmal. So, halt nicht P.
Was ist denn hier mit meinem... Wieso blickst du gelb? Was fehlt denn dir? Kristalle. Na gut, okay. Wo guckt man hin? Wollen wir mal zu den Paraniden gucken hier unten? Gucken, ob ihr schöne Aufträge habt. Sprungantrieb wird geladen. Achso, muss man speichern, ne? 20. Erstmal wieder speichern. So, wie gesagt, jetzt muss ich erstmal sparen, damit ich mir noch so eine große Fabrik kaufen kann. Hier diesen Hauptquartier, das kostet glaube ich 180 Millionen. Und dann Frachtraum geschlossen. Will ich hier Bauaufträge. Hier gibt es gar nichts. Zu weit weg. Hä? Alles klar. Handel. Dock an, drei Einigkeit. Andockerlaubnis erteilt. Kommando. Ja, warum? Akzeptiert. Jetzt. Sie sprechen mit dem Auto. Benötigen möchten Sie. Nein, unter 200.000 machen wir das nicht mehr. Gut, dann versuchen wir es hier drüben. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Irgendwo werden wir doch hier mal diese Fabriken, die wir noch haben. Kofu Chemie Labor, Kristallfabrik M und die Raumschmiede. Irgendwie verkauft kriegen hier. Erreiche System. Reich des Kardinals. Eieieiei. Sie sprechen mit dem Automobil. Och, Sektorkarten. Ich hab da eh schon alles erforscht. Sprungantrieb wird geladen. Ach so, schon wird die Waffen deaktivieren. 30, 40, 50%, 60, 70, 80. Da gucke ich erstmal hier unten bei den Paraniden rum. Wieder gut stellen wir die Jungs. Haben den Schiffchen abgejagt. So. Ah, ein Bauauftrag. Okay, dann gucken wir mal so eine Nachricht. So, wie viel hast du, Elefant? Genug. Du hast auch genug. Gut. Dann können wir mal gucken hier. Vielleicht ist das ja was Lukratives. Warnung, Energielevel niedrig. Du bist aber weit weg. Ich bin doch schon lange in Reichweite. So, Boron-Chipwerk wollt ihr da haben, ne? Boron-Chipwerk, das gibt's doch bestimmt in Vergeltung der Königin. Schiffswerften sind das Herz und die Seele der Chipwerk, 5 Millionen und ich krieg 10, na, das ist doch schick. So, halt. Was war da gerade los bei Vergeltung? Na gut, die sind nicht so schlimm. So, dann gucken wir mal, was es noch Schönes gibt hier. Sie sprechen. Okay. Wo soll ich das bauen?
in himmlische Offenbarung. Bin ich da gerade? Nee, da fliegen wir doch mal hin. Na gut, da können wir erstmal hierher gucken. Glaubensquell. Sprungantrieb wird geladen. Ist da vielleicht noch was gibt? 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Also wieso kommen denn jetzt keine Trainingsnachrichten? Das gibt's doch gar nicht. Erreiche System, Glaubensquell. Komisch. Wieso gibt's hier keine Trainingsnachrichten? Aha, okay. Wir warten mal noch ein bisschen. Vielleicht kommen ja noch Trainingsnachrichten. Sie sprechen mit dem Wasserzeitdruck. Folgendes benötigen wir. Finden Sie irgendwas davon interessant? Klar. Sie sprechen mit dem. Was sind Sie in der Nee, das ist mir zu wenig Geld. Sie sprechen mit dem. Gibt es etwas? Sind Sie an dem Job in. Das, wo soll ich andocken? Autopilot deaktiviert. Hä? Paraniten, Handels- und Priesterschutzort, okay. Sprungantrieb wird. Zeit habe ich auch, genug Zeit. 20, 30, 40, 50%. Ich würde sagen, 70, 80, ich melde mich dann beim 90, nächsten Mal wieder. Machen wir die Mission fertig. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.